Am 12. August 2024 war Österreich schockiert über die Nachricht vom plötzlichen Tod von Richard Siegfried Lugner, einem der berühmtesten Unternehmer und Gesellschaftspersönlichkeiten Wiens. Im Alter von 91 Jahren verstarb Lugner unerwartet, nachdem er mehr als ein halbes Jahrhundert im Glanz seiner Karriere und seines Ruhms gelebt hatte, und hinterließ eine unfüllbare Lücke in den Herzen seiner Familie, Freunde und Verwandten, Millionen Fans. Die größte Trauer trifft wohl seine Frau Simone Lugner, die Richard erst vor 2 Monaten geheiratet hat. Das Glück, das gerade erst zu erblühen schien, ist nach nur einer schicksalhaften Nacht verschwunden. Simone, eine Frau, die in Richards Leben trat, als er sich auf dem Höhepunkt seines Lebens befand, brachte ihm in den friedlichen Tagen des Alters Freude und Hoffnung. Doch das grausame Schicksal ließ ihnen nicht viel gemeinsame Zeit, und nun muss sie einen unvorstellbaren Verlust erleiden. Simone Lugner konnte bei der Beerdigung ihres Mannes ihre Tränen des Schmerzes nicht verbergen. Jede Träne ist Ausdruck tiefen Schmerzes, des Bedauerns darüber, was nicht getan werden konnte, und der Trauer darüber, dass wir uns zu früh verabschieden mussten. Simone widmete Richard in den letzten Monaten seines Lebens all ihre Liebe und Fürsorge, aber sie hatte nicht erwartet, dass ihre gemeinsame Zeit so kurz sein würde. Das Bild, wie sie mit roten Augen, zitternden Lippen und sprachlos neben dem Sarg ihres Mannes stand, ließ alle Anwesenden nicht zurückhalten. Richard Lugner, geboren am 11. Oktober 1932, ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten Österreichs. Er startete seine Karriere mit kleinen Jobs und baute beharrlich auf, bis er mit dem Einkaufszentrum Lugner City, einem Wahrzeichen Wiens, ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde. Aber Lugners Ruhm endet hier nicht, bekannt ist er auch als außergewöhnliche gesellschaftliche Persönlichkeit mit einer Reihe berühmter Liebesaffären und Ehen sowie seiner regelmäßigen Teilnahme am Wiener Opernball, einem der größten Events der Wiener Oberschicht. Richard Lugners Leben ist eine lange Reihe von Höhen und Tiefen und Umbrüchen. Er hat viele Ehen durchgemacht, jede Liebesbeziehung brachte ihm Freude, aber auch viel Schmerz. Doch bei Simone fand er in den letzten Jahren seines Lebens den Frieden, nach dem er sich sehnte. Dieses Glück war jedoch zu kurz. Sie hatten Pläne für eine Zukunft voller Reisen, gemeinsamer Abende und friedlicher Tage, wenn das Alter ruft. Doch all das bleibt jetzt nur noch in Erinnerungen und unvollendeten Träumen. In den letzten Monaten seines Lebens blieb Richard Lugner lebhaft und aktiv, doch sein Gesundheitszustand begann sich zu verschlechtern. Allerdings konnte niemand damit rechnen, dass er so plötzlich sterben würde. Simone, die immer da war, um sich um ihn zu kümmern, konnte nicht glauben, dass ihr Mann nicht mehr war. Sie hoffte, dass sie noch viele Jahre zusammen verbringen würden, dass sie noch viele weitere Erinnerungen und Freuden teilen würden. Aber das Leben hat ihr diese Chance auf grausame Weise genommen. Der Tod von Richard Lugner war nicht nur ein großer Verlust für seine Familie, sondern auch ein Schock für ganz Österreich. Er ist ein Symbol für Ausdauer, den Geist des ständigen Strebens und für einen Menschen, der voller Leidenschaft und Liebe lebt. Er hinterließ ein großes Erbe nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch in den Herzen derer, die ihn trafen und kannten. Die Beerdigung von Richard Lugner fand im Beisein vieler Menschen statt, von engen Freunden bis hin zu unbekannten Fans, die alle kamen, um ihn zu seiner letzten Ruhestätte zu begleiten. Gemeinsame Gebete, Abschiedslieder und Tränen schufen eine traurige und emotionale Atmosphäre. Die Menschen trauern um den Tod eines Mannes, der ein ehrenhaftes Leben geführt hat, um seinen Beitrag und um die Freude, die er so vielen Menschen bereitet hat. Vor allem aber weinten die Menschen um Simone, wegen des Schmerzes, den sie ertragen musste, als sie ihren geliebten Ehemann nach nur 2 Monaten Ehe verlor.
Das Leben besteht aus einer Reihe unvorhersehbarer Ereignisse, und Richard Lugners Tod ist ein Beweis dafür. Obwohl er ein langes und erfülltes Leben führte, ist sein plötzlicher Tod nicht nur für seine Familie, sondern auch für die Gesellschaft ein großer Verlust. Simone Lugner, die junge Frau, die gerade in sein Leben getreten war, stand nun vor immensen Schmerzen und einsamen Tagen. Aber egal was passiert, Richard Lugners Vermächtnis wird für immer in Erinnerung bleiben. Er hat ein bewundernswertes Leben geführt, und auch wenn sein Leben endete, wird das, was er hinterlassen hat, für immer in aller Erinnerung bleiben. Obwohl Simone leidet, wird sie das Bild ihres Mannes auf jeden Fall für immer in ihrem Herzen behalten und weiterhin mit den schönen Erinnerungen leben, die sie in dieser kurzen Zeit gemeinsam geteilt haben. Das Leben ist vergänglich, aber die Werte, die Richard Lugner geschaffen hat, werden für immer bestehen. Und seine große Trauer wird zusammen mit der seiner Frau Simone für immer ein trauriges Kapitel in seinem Lebensbuch sein, aber auch ein Beweis für die Liebe und Wertschätzung, die sie für ein. The past is filled with just excuses. We can't change the present. The present is an element of what we did in the past that got us to where we are today. But the one thing we can control is the future. And in understanding the past, the present, the future, knowing that is the one thing we can control, understanding that in order to have what is it we want to have in our life, we truly today have to commit to becoming somebody different. And until we can commit to becoming somebody different today, we'll never have what is it we want to have in the future. But the commitment of becoming somebody different is only one part of it. Because becoming somebody different is you have to recognize who is that that you have to become? What is that type of person? How do they wake up in the morning? What do they do? What are their top five things they got to focus on? What are they, who are they having to become? But also, what is it they have to do? What do they have to execute and do on a consistent basis? Because it's by becoming that person, doing what it is they do will ensure that you have what it is that you want to have. So that commitment, it's easy to say it, but until you're willing to let go of all the excuses, become somebody different, show up and do something differently than you've ever had to do before, you'll never achieve what it is that you ultimately want to have in your life. Mm-hmm. Man, that's so good. I love that you start there because I take that right to identity. And I work with John Cheplak. I'm not sure if you know the names. Kind of top guy in his face, yeah. He says, you want to change your outer world, you got to change your inner world. It sounds like what you're talking about here is I said this earlier. I said, oh, that's a good one. I got to save this. Most people spend their time looking through the window at what everybody else has instead of looking in the mirror and assessing what it is that they need to do and what they need to change so that they can achieve whatever it is that they ultimately want to achieve. And I could not agree more that it is the identity. You go right to identity. Everybody always says you want to be a millionaire, just act like one. I never understood what that meant until I learned about changing my identity. And it's like, oh, okay. What do millionaires think like? What do they act like? What do they eat? Do they work out? How do they manage their money? Man, it's so good. This has to be a philosophy that for somebody that has a team, it sounds like maybe we don't spend most of our time talking about tactic or talking about strategy, because in real estate, there's not a lot of new stuff. Like that's not true. There's new tech like every day, but it's marketing, it's advertising, it's sales, like it's principle. We've been growing real estate companies generally for the same way for decades. So if you're talking about making that commitment and the internal decision that's got to be made, are a lot of your team meetings more about the person, the human, than it is like the automation or the piece of technology? It has to be, Grant. It has to be. It's the foundation. Every year we start off doing business plan. But a business plan to me has to start with the foundation of your internal.